Ja, in dieser Übung sollen wir nochmal mit Raster und Limiten arbeiten, um hier, beziehungsweise mehr mit Raster und Fang. Limiten ist ja nicht ganz so wichtig, aber man kann es gerne machen, um hier diese Form zu zeichnen. Man sieht hier, die kleinste Rastereinheit sind hier 25. Machen wir das mal. Wir stellen hier das Raster ein, gehen mit der rechten Maustaste unten auf die Rastereinstellung und stellen hier einen 25er Fang zunächst ein und dann hier unten einen 25er Raster und aller 2 wollen wir eine Hauptlinie haben. So, das haben wir jetzt. Das dürfte jetzt. So, sieht es jetzt aus. Man sieht hier, das ist immer die Hauptlinie, das ist so eine Mittellinie. Das ist quasi immer 25 nach hier oben. Dann tun wir noch das Limiten einstellen, dass uns quasi nur der Zeichenbereich hier angezeigt wird, wo auch was gezeichnet werden soll. Gehen also dann hier auf Menü, also Format hier oben im Menü, also das Menü aktivieren. Das hier unten Menüleiste einschalten, ja, und dann gehen Sie auf Format und suchen hier das Limiten. Das geht los bei 00, das passt und das soll allerdings aufhören bei, wir haben hier eine Länge von 150, sagen wir mal 200 in X-Richtung, Komma und Y haben wir 50, 25, sagen wir mal 100 in Y-Richtung. Enter. So haben wir das schon mal vorgegeben und wir wollen das Limiten auch nochmal aktivieren. Dazu tue ich mit der Pfeiltaste nochmal die letzten oder mit der Leertaste den letzten Befehl nochmal aktivieren, nämlich das Limiten und schalte das entsprechend ein. So, jetzt ist es auch aktiviert, das heißt, ich kann es außerhalb meines Zeichenbereichs, den ich ja definiert habe, nicht mehr konstruieren. Ja, jetzt fange ich hier an, das hier zu zeichnen, gehe also auf Polylinie und wähle jetzt hier nochmal die Farbe aus, das wäre in dem Fall Cyan. Und Strichstärke ist hier nicht vorgegeben, das ist also egal. Und fange jetzt hier an zu konstruieren. Gehe also auf den Startpunkt, ist eh schon aktiviert, Befehl Polylinie, gebe einfach ein 0,0, da soll es losgehen. Beziehungsweise ich möchte es über Rast und Fang machen, also breche nochmal ab. Ja, und jetzt ohne Eingabe, also Polylinie. Und jetzt gehe ich einfach hier auf den Nullpunkt und fahre jetzt hier meinetwegen 100 rüber, 100 Einheiten. Können Sie gut in zur Kontrolle ablesen. Fahre jetzt hier 2 Einheiten nach oben, dann wieder rüber. Da sind wir jetzt bei 150. Ups, sind wir schon mal 175. 150, also hier. Dann wieder 25 Einheiten nach oben, dann zurück. Und da haben wir einen Abstand von 50. Genau. Jetzt fahre ich hier runter auf 25 und 50 hier rüber und gehe auf Schließen. Machen wir mal das Raster aus, wie Sie es besser sehen. F7, ups, wo ist hier F7? Hier. So wäre das Ganze jetzt hier gezeichnet. Ja, Sie sehen, ich bin jetzt hier ohne Eingabe ausgekommen. Warum? Weil ich mit dem Raster gearbeitet habe und den Raster bzw. auch den Fangmodus. Und konnte dadurch einfach immer nur einrasten und die Koordinaten hier unten zur Kontrolle ablesen, beziehungsweise übers große Fadenkreuz dann schlicht fluchten. Ja, die Linie sind, die Punkte sind in der Flucht, die Punkte und so weiter. Ja, also so können Sie auch sehr schnell konstruieren, ohne jetzt groß Koordinaten eingeben zu müssen. Aber ich empfehle auch zur Kontrolle immer wieder mitzulesen und zu gucken, ob das auch so passt. Ja, allerdings die Kontrolle funktioniert nur mit absoluten Koordinaten. Ja, die müssen sich immer quasi immer ausrechnen. In dem Fall, weil das Ganze ist hier relativ bemaßt.